Ja, ich bin Christina Edmondson und ich unterrichte Englisch und Deutsch an der Kathedralschule. Ich komme aus Hudiksvall im Norden, aber ich wohne dann in Uppsala jetzt oder seit 25 Jahren. Ich finde es toll, die Tür zum deutschsprachigen Raum für die schwedischen Jugendlichen zu öffnen. Das hat mich so bewegt. Dann noch dazu, als ich in die Schule ging, dann hat mein Vater ziemlich viel oder geschäftlich dann viel mit Deutschland zu tun gehabt. So dadurch habe ich schon früh ein Bild von Deutschland bekommen. Und dann wurde ich natürlich neugierig und wollte meine eigene Erfahrung haben. So dann bin ich dann 2 Jahre lang in Deutschland gewesen und habe studiert. Und dann habe ich dann allmählich ans Berufsleben gedacht und das Lehrer sein. Und dann habe ich das ausprobiert. Und dann habe ich es sehr gemocht, zusammen mit Jugendlichen zu sein und dann auch die Kombination, die Sprache zu unterrichten und die Kultur zu erklären. Es kommt mir wichtig vor und macht mir unheimlich viel Spaß. Ja, also auch wenn wir hier im hohen Norden wohnen, also sind wir ein Teil von Europa. Daran denken wir vielleicht nicht so oft. Und der deutschsprachige Raum ist ja ein großer Teil von Europa. So, wenn ich Deutsch unterrichte, dann helfe ich ja den Schülern und Schülerinnen, Europäer zu werden. Dann hat Schweden geschichtlich und auch heute viel mit Deutschland zu tun, zum Beispiel als Geschäftspartner. So, dann ja, kommt es auch wichtig vor. So, wenn ich dann den Schülern und Schülerinnen Deutsch beibringe, dann denke ich, oh, vielleicht werden sie dann in Zukunft auch beruflich dann mit ihre Deutschkenntnisse benutzen können. So, dann helfe ich dabei. Als Sprachlehrer braucht man ja die ganze Zeit Fortbildung, beide für die Sprache im Gang zu halten, aber auch das Bild von Deutschland und so aktuell zu haben, was läuft. So, das braucht man ja die ganze Zeit. Und da bin ich ja dem Goethe-Institut sehr dankbar. Wir bekommen oft Schulwärtspraktikantinnen an der Schule. Und das ist ja wunderbar, beide für die Schüler und den Unterricht, aber auch für mich persönlich, weil dann spreche ich ja die ganze Zeit Deutsch und schreibe Deutsch und zimse. So ist das hilft viel für die Sprache. Auch dank dem Goethe-Institut bin ich ja viel in Deutschland gewesen dann, auf solche Reisen mit, also unterschiedliche Kurse und Begegnungen. Und dann die internationale Deutschlehrertage in Wien letztes Jahr, war ja fantastisch. Das war ein super Erlebnis. Also ich habe die jetzige Vorsitzende für die schwedische christdemokratische Partei, Ebba Busch, als Schülerin damals gehabt, als sie 17 Jahre alt war, im Deutschunterricht. Und dann kam sie zurück zur Schule zum Besuch und dann hat sie gesagt, oh Christina, es war so gut, dass ich bei dir Deutsch gehabt habe. Weil dann, als ich dann zufälligerweise Angela Merkel getroffen habe, dann habe ich mit ihr Deutsch reden können. Dann war ich ja natürlich sehr stolz. Dann denke ich auch an mehrere Schüler, die irgendwie etwas mit Deutschland zu tun gehabt haben, ihrer Zeit hier an der Schule. Und zum Beispiel an eine Schülerin, die immer so interessiert war im Unterricht. Und dann habe ich das bemerkt und hat sie vorgeschlagen, dass sie sollte sich für eine Ausbildung in Freiburg bewerben. Und jetzt ist sie ein Jahr lang in Freiburg gewesen und hat mir solche glückliche E-Mails geschrieben, dass sie finde es jetzt super toll. Und dann fühle ich mich, als ob ich etwas Gutes gemacht habe. Alles Gute zum Geburtstag, möchte ich natürlich sagen. Und ich finde es so schön, dass es das Goethe-Institut gibt. Und ich bin so dankbar für alles, was wir als Schule und ich als Lehrerin dank Goethe erleben dürfen. Ich bekomme immer neue Energie und Inspiration, wenn ich mit Goethe zu tun gehabt habe, dann besonders reine Fußgänger. Ich möchte natürlich wünschen, dass das Goethe-Institut einfach so weitermacht mit ihrer Arbeit,
Ich finde es ganz toll. Und auch diese Vernetzung, was dem Goethe-Institut hat, dann für uns Deutschlehrkräfte, bringt auch viel. Da, jetzt kenne ich ja Leute im Nordnorwegen und Dänemark und Kamerun. Und das ist alles dank Goethe. Ich bin sehr dankbar und froh, dass es das Goethe-Institut gibt. Und ich wünsche alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön.